Was geht YouTube? Ich bin Killermanero Man und heute haben wir wieder ein Diefall Battle, das vorletzte Diefall Battle. Ihr werdet Melanie, glaube ich, diesmal nicht richtig hören, denn diesmal ist sie hier und nicht wie sonst immer so über Skype. Sie ist gerade im Raum und sie müsste bloß immer bis zum Mikro hinlaufen, um was zu sagen, was ein bisschen anstrengend wäre für sie. Oder ein bisschen unpraktisch wäre, aber wir springen mal in den Kampf. Ihr seht hier unten mein Team, das ich einfach mal so zusammengestellt habe, so JFF. Und Melanie bringt ein Galagladi, ein Dianzi, ein Fandango, Aromatisse, ein Doublade, Duokles, ein Frostedge und ein Nidoking. Dann schauen wir mal, ich starte mit der 1. Starte nochmal mit der 1, ich bring zweimal Keldeo in den Kampf. Ja, total, ne? Und dann kommt die 4. Hast du was gegen Zomakelio? Ja. Melanie hat nichts gegen Zomakelio, das ist gut. Wow. Geht irgendwie? Aus einem... Okay, aus einem komplett unerfindlichen Grund ist irgendwie mein linker Kopfhörer sehr leise, wenn mein rechter total laut ist. Okay, das ist sehr seltsam. Wirklich sehr, sehr seltsam. Okay. Mit einer 3 startet Keldeo durch. Okay, das ist mies. Muss man sozusagen. Geht auf ungerade. Und Scrafty muss auswechseln. Super! Fing ja schon mal gut an. In 5 kann ich nicht wechseln. In 2. Okay. Point geht weg. Warum habe ich mein Scrafty nochmal Point genannt? Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Aber da kommt Chucky! Verstehst du mit Chucky? Ja, doch. Ja, das ist gut, dass es mit Chucky versteht. Eisstrahl! Ja, dann ist gut. Richtig, sieht aus wie eine Puppe, Chucky ist eine Mörderpuppe. Oh, warum konntest du nicht Chucky angreifen, hä? Oh, Mann, der Büffel hasst mich mal heute wieder. Warum würfelst du auch auf meinem Bett? Weil ich auf dem Tisch, wenn ich auf dem Tisch würfel, der Würfel runterfällt. No. So. Wie ich heute hier wechseln muss, bis zum geht nicht mehr. Ja, und ich will Mega-Nidoking. Ah, willst du näher in Nidoking? Okay. Vor allem habe ich jetzt hier eine sehr schlechte Wahl, wenn der ungünstigste Fall passiert und du durch Zufall was Kluges machst. Was eigentlich nicht klug wäre, da das niemals im Leben jemand predikten könnte, aber naja. Denn ich muss nämlich meinen Chucky in einen Altaria wechseln. Schön. Was ja total optimal ist für mich. Und da dann so ein Eisstrahl, das wäre nicht dolle. Los, Marius. Ich muss nämlich auch meinen Keldeo auswechseln. Und Chucky kommt zurück. Los, Clara. Wolke 7. Jetzt werden deine ganzen Wettereffekte aufgehoben. Das ist teilweise echt sogar echt lustig. Ja, ich find's so gut, ich find's so super. Und Clara hält sich wieder hoch. Schön. Und Marius fängt mit der 2 an, finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Auf gerade, finde ich wieder blöd. Und die 1 auf gerade. Oh nee, warum? Musst du wieder Schlammwurge machen? Wäre nicht gut, wenn du nochmal Schlammwurge machen musst. No. Melanie muss nicht. In den Nidoking erneut wechseln. Wieso kannst du nicht in Nidoking erneut wechseln? Nein, Butchi! Verlass uns nicht, Butchi! Hi, Adam. It calls Adam. 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 Tschüss, Dianzi. Nobody likes you. Ich habe immer noch nicht den Dianzi-Kurzfilm geguckt. Oh. Das war ein Volltreffer. Gut gemacht. So. Gut gemacht, Clara. Hast du gut gemacht. Och, ich freue mich schon auf Omega Rubin und Alpha Saphir. Sind nur noch nicht mal mehr 2 Wochen.
Leute, nicht mal mehr 2 Wochen. Am 28. wird der letzte Tag sein, wo ich ein Video online habe. Deswegen ist das hier auch das vorletzte Diver-Battle. Nächste Woche Sonntag gibt es noch ein Diver-Battle. Und dann übernächste Woche Sonntag gibt es kein Diver-Battle. Denn dann werde ich erstmal eine Woche lang kein Video mehr veröffentlichen. Und hi Fandango. Was macht Hyatt? Hyatt, dein Pokémon. 2, bitte nicht auf gerade. Puh. Ich hätte gerade fast Drachenpuls auf ein Feen-Pokémon anwenden müssen. Fände ich kacke. Nein, nicht Schattenstoß. Nein, Marius, er wollte doch Hitzewelle einsetzen. Damit wärst du tot gewesen. Tja, dafür ist er Marius tot. Warum? Und Adam hält das aus. Und du haltst ihn erstmal hoch. Yes. Finde ich nicht gut. Okay. Finde ich nicht gut. Warum musstest du Schattenstoß würfeln? Okay, eine 2. Das heißt, ich muss den Point wechseln. Hi, Pointo. Okay, no Point. Eine 4. Okay, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Mach's erstmal ganz gut. Nur der Würfelteil gefällt mir wieder nicht. In 3. 1, 2, 3, 3. Der Würfelteil gefiel mir jetzt gerade nicht, dass ich schon wieder auswechseln muss. Ich mag doch Clara. Boah, ich freue mich schon so auf Mega-Altaria. Es hat einen Hut. Es hat einen Hut, Leute. Einen Hut. Ein H-U-T. Hut. Oder ein Hut. Es hat einen Hut. Hi, Homie. Kennst du Homie? Nein, Adam, verlass uns nicht. Wir mögen dich, Adam. Ja, das ist irgendwie so eine Nullrunde. Hör mal sowas von. Okay, nicht ganz optimal auf gerade. Na super. Kannst du bitte Fandango austauschen? Oh mein Gott! Ich würfel eine 6. Du weißt, was das heißt. Okay, das gefällt mir nicht ganz so sehr, also... Ich habe bisher mit Megapinsel ehrlich noch nicht ein gutes Set, deswegen ich hab hier irgendwie so ein Schwerttanz, Rückkehr, Kraftkoloss. Schwerttanz, Rückkehr, Kraftkoloss, Schutzschild. Ist, glaube ich, noch ausbaufähig. Aber ich finde Megapinsel auch echt nicht so dolle. No, das macht mir dann die Angst. Schwerttanz! Yeah! Was natürlich in einem Diver-Battle sowieso ein saugeiles Set ist, ne? Kommt der Ableithieb auf Fandango, das macht fast gar nichts. Aber Point kriegt... einiges an Leben wieder. Mondgewalt, bitte nicht gegen Point. Point! Nein! Er war doch noch so jung. Das Point war doch noch so jung. Mann, jetzt kann Chucky nicht Mega gehen. Ich habe 2 Mega mitgenommen, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Mega kriege, höher ist, ne? Komm. Ey, ich mache einen Schwerttanz und ich muss mein Pokémon wieder auswechseln. Könnt ihr es glauben? Da macht man einen Schwerttanz mit Homie und dann muss man ihn wieder auswechseln. Der Würfel hasst mich heute. Ich glaube, in dem Diver-Battle wird das ein Loose. Ach, doch ein Loose. Ah ja, beim nächsten Diver-Battle werden wir es natürlich wieder so machen, dass über Skype, dass Melanie hier vernünftig mitreden kann. Denn so muss ich natürlich hier alles gerade so machen. Aber wenigstens Chucky kriegt seinen Schattenstoß. Und das macht einiges Schaden an Butchie, aber jetzt kommt der Eischer. Sag nicht gegen Altaria. Oh nein, Duftwolke. Was macht Duftwolke? Ach genau, es erhöht die Spezialverteidigung. Ach genau, deswegen habe ich Duftwolke da drauf. Okay, finde ich nicht ganz so schlecht. Auf ungerade, okay, finde ich nicht ganz so schlecht. Ich habe meinen Würfel fallen lassen. 6. Oh, come on. Das wollte mich jetzt doch jetzt ärgern mit Mega Altaria, oder? Ganz ehrlich, das Spiel will mich dann noch mehr ärgern mit Mega Altaria. Oder besser gesagt, der Würfel. Ich freue mich ja schon so sehr auf Mega Altaria. Mega Altaria ist toll. Nein, Fandango. Fandango. Warum verlässt du uns? Oh, guck mal da, ein Frostedge. Ach, nee.
Chucky steckt den Flammenwurf ein. Hier kommt die... Ach ja, genau. Schallwelle ist hier ja keine Feenattacke bei Dingens, ne? Deswegen trifft das ja Frostdagger nicht. Mega Altaria müsste eigentlich treffen, wenn ich mich recht erinnere. Weil Mega Altaria kriegt doch Pixelate oder eine... also Feenschicht. Oder vertue ich mich da? Weiß ich noch nicht. Melamine auch, dass er Feenschicht kriegt. Ich hab gesagt, weiß ich doch nicht. Ja, ja, sie sagt's auch. Sie stimmt mir immer zu. Okay, nein, sie hat auch keine Ahnung. Sie hat auch einfach gar keinen blassen Schimmer. Okay, da kommt wieder Adam in den Kampf. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Schallwelle drücke, ist das nicht optimal. Aber eine 2, Abschlag, okay. Auf. Ungerade, okay. 6, ey, come on, Mega Altaria. Nein, nicht gegen Chucky. Okay, gegen Clara. Ah, Frost, ich bin noch nicht aus dem raus. Okay, Stachler. Kann ich mit leben. Du hast ein Single-Set, oder? Ja. Sie hat, glaube ich, ein Single-Set auf ihrem Frost-Dadge. Kommt die Mondgewalt auf Catherine. Aber Tastbuch. Nein, Mondgewalt wurde blockiert. Ich habe meinen Stift fallen lassen. Oh. Aber Abschlag auf Adam. Nur hat das nichts gebracht, weil Melanie keine Items auf ihrem Pokémon hat. Wie ein normaler Battler. Hat er keine Zeit. Wie ein normaler Battler hat sie keine Items drauf. Eins auf ungerade. Ja, und wieder Mondgewalt. Mondgewalt ist blockiert, das heißt, ich muss was anderes würfeln. Ne? Ich kann ja keinen Move machen, ich kann ja keinen Angriff-Move machen gegen etwas, was nicht geht, ne? Weil ich kann ja keine Attacke machen gegen ein Pokémon, ich kann ja keine Attacke benutzen, die ich nicht benutzen kann. Ah, zum Glück Altaria, ich dachte schon gerade, nein, und ich muss ihr Licht benutzen. Auf ewig. Nein, Verhöhner verhindert, dass ich solche Attacken benutzen kann. Ach so. Das wäre nämlich Zugabe, die das andere macht. Das gegen, der Burn gegen Ben ist nicht schlecht. Der Burn gegen Ben. Ben. Okay, eine 3, okay, das gefällt mir. Gegen, okay. Wo ist der Würfel jetzt hingerollt? Eine 5, okay. Okay. Kann nicht mitleben. Catherine kommt zurück und nein, Catherine. Und da kommt wieder Fandango. Also ich mag Fandango nicht. Aber Clara geht auch erstmal weg. Und da kommt Kelly rein. Boah, ich freue mich auch schon so auf Mega Galagladi. Oh ja, stimmt, du hast ja Stachler draußen, das heißt, das Tauschen ist für mich schlecht. Ja. Bei jedem Schattenstoß gegen Ban überlebt Ban aber. Psychoklinge nicht gegen Keldeo. Doch. Ja. Keldeo! Zum Glück, ey, ohne den Burn wäre Keldeo tot gewesen. Mega Banett geht leider nicht. Ey, Würfel, es geht nicht. Also, es würde gehen, aber ich kann ja nicht zwei Megas in einem Kampf haben. Okay, auf. Okay. Das ist jetzt nicht ganz so schlecht. Schattenstoß von Chucky auf Fandango. Nein. Und Fandango geht down. Ich musste doch noch heilen. Ah, und die Hydropumpe geht daneben. Yes. Keldeo, trag mal eine Brille. Ich glaube, das ist sogar ein Choice-Wahlglas, Keldeo. Das heißt, es trägt doch schon eine Brille. Warum trifft es nicht? Warum du nicht treffen, Keldeo? Warum du nicht treffen? I hate you, Keldeo. Oder ist das Choice Scarf? Nein, ich glaube, es war Choice Specs. Ich glaube, es ist Choice Specs. Ja, komm gar nicht auf die Idee, irgendwelche Wettereffekte zu benutzen. Mhm. Ich will dich nur warnen. Was ist das? Eine 1. Also so Wettereffekte, nee, die sind nee. Schattenstoß, oh mein Gott, Adam ist schneller. Chucky! Ich hab gedacht, Chucky wäre schneller als das. Hab ich gerade Tastflug gelesen? Da war doch irgendwie gerade Tastflug, dass irgendwie der Schattenstoß von deinem Adam jetzt nicht funktioniert.
Hat mein Barnett. Hat Chucky nicht Frisk? Ist das ein anderes Barnett? Ich weiß, ich habe mehrere Barnetts. Das müssen wir ganz kurz gucken. Abgesehen davon, ich muss in ein bestimmtes Pokémon reingehen. Ich habe keine andere Wahl mehr. Nö, hat Kraftfluch. Ha. Okay, das ist gerade ein anderes Barnett. Habe ich mein anderes nicht auch Chucky genannt? Ich sollte meinen Pokémon nicht immer denselben Spitznamen geben. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, ne? Ich komme auch mal mit meinen Lindas durcheinander. Okay, wenigstens one-on-one. Ja, ich bin schon mega Fernseher. Geil, willst du mich verarschen? Okay, ich glaube, du hast gewonnen. Ich muss Kraftkoloss auf einen Geist einsetzen und Schallwelle auf einen Geist einsetzen. Ich glaube, du hast gewonnen. Kraftkoloss, es hat keine Wirkung. Schallwelle, es hat keine Wirkung. Es hat keine Wirkung. Yay, Sanktoklinge. Okay, Homie widersteht das erstmal. Und Altaria heilt sich wieder langsam hoch. Okay, komm. Eine 3. 3 ist Ruckzucki. Das wiederum ist natürlich jetzt ganz gut für mich, denn what not everybody knows, but everybody should know, ist, dass das hier Megapinsir diesen, wie heißt das nochmal, Aerialate, wie heißt das nochmal, irgendwie Zenithaut hat und dadurch werden Normalattacken zu Flugattacken. Clara schützt sich selbst, Ruckzucki von Homie, trifft Adam, aber das macht so gut wie gar nichts. Abgangsbund von Catherine. Catherine will alle mit sich nehmen. Finde ich nicht gut von ihr. Eisenschädel auf Homie. Tötet Homie. Mein armer Homie. Er war doch mein Homie. Und nur noch Clara steht da. Die jetzt erstmal auswechseln muss. Ich kann nicht mehr wechseln. Und jetzt geht's in noch Mega-Altaria. Also unbedingt, ne? Mega-Altaria, wenn du jetzt nochmal Abgangsbund benutzt, hasse ich dich. Benutzt nochmal Abgangsbund, oder? Okay, sie benutzt nicht nochmal Abgangsbund. Oh nein, Verhöhner, ich kann nicht mehr Schutzschild benutzen. Kann ich mitleben. Hier kommt der Drachenpuls, tschüss Catherine. Tschüss Catherine. Tschüss. Und Nachthieb von Adam. Von Adam. Von Adam. Er heißt nicht Adam, er heißt Adam. Wir sind hier in Deutschland, da ist der Adam. Und Adam kann wieder den Schattenstoß benutzen. Eine 3, aber ich kann kein Schutzschild benutzen, dank Melanie's Verhöhner. Stattdessen muss ich die Schallwelle benutzen, die nicht trifft. Yay! Ganz ehrlich, ich habe irgendwie eine 50-50 Chance, dass ich dich treffen kann. Und die Chance ist unter... Okay, Mondgewalt. Ja, warum würfel ich jetzt eigentlich nochmal, wen ich angreifen soll? Jetzt mal ganz ehrlich. Non-Step Resisted. Eisenschädel. Und das haut Clara um. Ganz knapp, der Würfel war heute nicht auf meiner Seite. Der Würfel war nicht auf meiner Seite. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser vorletzte Die-Fi-Battle gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Gefällt mir. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Morgen geht's weiter mit dem Halloween-Turnier. Bis dann. Und ihr könnt nicht hören, deswegen mach ich jetzt mal Melanie nach.